Herzlich willkommen zum, ich glaube, dem 26. ist es mittlerweile, Comedcast. Hier von uns, das ist wieder eine Aufzeichnung der letzten Radiosendung, um genauer zu sein. Der Radiosendung vom 27.12.2013, also der letzten Sendung des Jahres. Und mit dabei sind Federico und ich. Es geht um, ja, Punkte bzw. Tokensysteme früher und heute, beziehungsweise Verbesserungsvorschläge dran. Also ihr wisst schon, halt diese alten Marken, die es da gab für Argentum, Champion und ja, Feuerlande da, die komischen Haijal Tokens, ich weiß gerade nicht auswendig, wie sie heißen. Wir erwähnen es gleich noch 20.000 Mal, von daher sollte das nicht so das Problem sein. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich melde mich dann hinterher nochmal. Heute sind die Punktesysteme in WoW ja das Hauptthema, denn was meinen wir mit Punktesystem? Natürlich dieses ganze Tapferkeits-, Gerechtigkeitspunkte-Zeugs. Früher gab es auch noch Argentum, wie hießen die? Siegel des Champions. Siegel des Champions Ja. und so ein Zeugs halt. Wir wollen noch Es mal ein gibt bisschen ganz, drüber ganz sprechen. viele. Genau. Wir wollen dann mal so ein bisschen drüber sprechen, wie es halt früher war und wie es jetzt ist und wie uns das so gefällt, beziehungsweise ja, was wir besser finden. Fanden wir es früher besser? Finden wir es heute besser? Was könnte man vielleicht in Zukunft ändern? Bleiben wir mal direkt dabei. Was fandst du denn oder findest du denn besser? Wie es früher war oder wie es jetzt ist? Oder ist dir das Schnurz? Also pauschalisieren kann man das ja nicht, weil die, sag ich mal, die Siegel des Champions von früher, die kann man ja heute immer noch farmen und das ganze System ist ja noch beibehalten. Man kann es immer noch nutzen. Genau wie mit den Kochpreisen. Wenn man noch alte Erfolge machen will oder so, dann kann man das System auch noch Ja. nutzen. Der Vergleich an sich ist halt, insbesondere finde ich, bei den Tapferkeits- und bei den Gerechtigkeitspunkten sehr wichtig. Was ich halt meine ist, das wird jetzt nicht mehr so wirklich aktiv gemacht wie damals, weil bei diesen Champion-Siegel-Gedönsdinger, es gibt ja momentan keinen Content, wo du auch wieder so Münzen farmen musst dafür. Das wird ja jetzt über Tapferkeit und Gerechtigkeit gemacht, oder nicht? Ja, das Bis sowieso. auf jetzt dieses Kochzeug, da braucht man ja auch, Ja, ich oder? sag mal, die zeitlosen Münzen sind ja auch eine Art von Abzeichen, die man farmen muss, ne? Also das gibt's ja immer noch. Ja, So würde ich das gut. jetzt nicht Ja, sagen. gut, Es wird stimmt. ja immer wieder neu so ein System reingebracht. Die halten da schon dran fest. Also ich würde am Anfang erstmal zu Tapferkeitspunkten ein bisschen was sagen. Da hat ja eigentlich schon eine ziemliche Veränderung stattgefunden, wie genau die dieses System halt durchgebracht haben, sage ich mal, ne? Also Tapferkeitspunkte kriegst du ja für alle mögliche Scheiß im PvE eigentlich. Du kriegst die Das ist für richtig. Daily oder Weekly Quests jetzt auf der Insel oder sonst irgendwelche Dailies, die du im aktuellen Content machen kannst. Du kriegst die für LFR, du kriegst die für normale Raids, wenn du dann Boss killst. Also kriegst du eigentlich ist nicht schwer, welche zu bekommen, sage ich mal. Es gibt ein wöchentliches Cap von 1000 Punkten, was man erreichen kann, und es gibt ein Maximal-Cap von 3000 Punkten. Mehr kann man nicht im Inventar haben, dann kann man keine neuen mehr bekommen. Ja, Ja, soweit, so gut. an sich ganz nett. Jetzt kommt halt so der Knackpunkt für mich persönlich. Was Glaube, bekommt das ist man der für sehr, genau. Das ist Tapferkeitspunkte? es halt. Wenn man sich da die Ausrüstung gekauft hat, beziehungsweise an dem Punkt ist, wo man im Raid schon genug Zeugs kriegt, dann kann man sich da nichts mehr verkaufen. Früher war es ja so, man konnte sich dann für Punkte, also jetzt gerade zu Katar noch, dann noch irgendwie Matzol, Malstromkristalle oder Kräuter oder was konnte man sich da oder halt so ein Ja, Zeug, was man halt VZ-Mats-Gedöns, genau, alles. was man sich halt für Berufe, wo man die Materialien noch brauchen konnte, fand ich eigentlich ganz cool, weil man kriegt die ja durch ein Raid und so sowieso diese Punkte. Und so braucht man dann vielleicht nicht so viel farmen, kann sich da so ein paar Sachen kaufen. Gibt's jetzt aber nicht mehr. Man weiß, kann sich nichts dafür kaufen. Die sind vollkommen überflüssig. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, ja,
Warum, man muss jetzt nicht die übelsten Sachen da, irgendwelche neuen Ausrüstungsgegenstände, die dann noch besser sind oder so da reinpacken oder Stylezeug. Wäre cool, finde ich, wenn man sich da für Punkte Stylezeug kaufen kann. Also Mock-Gear. Aber mir würde ja auch schon reichen, wenn die da einfach Erze, also wenn man Erze dafür Ja. kaufen kann. Weil so ist es einfach, du kannst sie echt für nichts benutzen. Und ich fände es geil, wenn man da irgendwie vielleicht in der nächsten Erweiterung das vielleicht wieder so macht, dass man da VZ-Mats kaufen kann. Oder dass man vielleicht das nicht so macht in den Garnisonen, dass man dann vielleicht für Gold ausbaut, sondern dass man da halt auch irgendwie wahlweise Tapferkeitspunkte benutzen kann oder so, um sich da was zu kaufen für die Garnison. Mal so als Beispiel fällt mir so spontan Ja, zum ein. Beispiel spezielle Sachen kann ja sein, dass manche Sachen für Gold gibt und andere gibt es nur für Ja. Punkte. Man kann es ja so ein bisschen differenzieren. An sich ist es halt echt so, dass man, ja, das einzig Sinnvolle, was man momentan mit Tapferkeitspunkten machen kann, ist eigentlich aufwerten. Kostet einmal aufwerten 250 Punkte, also einen Gegenstand voll aufzuwerten 500 Punkte. Das heißt, du kannst Ja. pro Woche zwei Gegenstände aufwerten. Das ist ein, weiß ich nicht. Wenn man im Ja. Raid nicht so viel kriegt, dann overcapped man halt total. Allein wenn man nur einmal die Woche hier Schlacht um Orgrimmar durchgeht und jetzt sage ich einfach mal cleared, dann hat man so viel Tapferkeitspunkte, dass man einfach nach kurzer Zeit schon an den 3000 Punkten ist und nicht mehr weiß, was man damit machen soll, weil man kriegt nicht jeder ID fünf neue Teile oder was, die man dann aufwerten kann. Also es geht mir persönlich zumindest so, dass ich jetzt auf einigen Chars nicht mehr weiß, was ich damit machen soll, weil ich echt so viele Punkte habe. Ja, Und früher die hattest du halt die Sache Alternative. bei mir war es halt so, ich bin irgendwann, habe ich dann auf einen Schlag relativ viel, was heißt auf einen Schlag innerhalb von ein paar IDs, relativ viele Items gekriegt. Dann kam ich dann wieder nicht hinterher mit den Punkten. Natürlich hätte ich auch farmen können oder so, aber ich habe es mal einfach nicht gemacht, weil ich jetzt wieder an dem Punkt bin, ich habe jetzt alles aufgewertet und die Punkte kommen drauf und zack, zack, zack und du weißt nicht wohin damit. Andererseits stehe ich jetzt mit meinem Twink da, hab da so Sachen, die ich mir, ich will den gerade equippen, so, ne? Hab da noch viele Sachen, die ich aufwerten könnte, einfach ein bisschen um das Item-Level zu pushen, damit man in bessere LFR oder höhere LFRs rein kann und so, ne? Hab da aber keine Punkte. Jetzt wäre, finde ich, eine geile Lösung, wenn man die Tapferkeits- und Gerechtigkeitspunkte einfach mal auch accountweit macht, sage ich jetzt einfach mal. Das wäre auf jeden Fall Dass man die eine halt mit allen Chars auch Möglichkeit. benutzen kann, weil dann hat man, selbst wenn man auf seinem Main die nicht mehr gebrauchen kann, kann man immer noch für einen Twink Ausrüstung kaufen oder so, damit man mit Twinks weiterkommt. Ich meine, die wollten ja das sowieso für Twinks ein bisschen leichter gestalten. Es gibt ja jetzt Es auch gibt ja das Gear bei auf der Insel. zum Beispiel oder bei Garrosh halt auch diese Waffen, die Account gebunden sind und so. Also die Ansätze sind ja da, dass man halt, wie schon sagt, es auf der Insel halt accountgebundenes Zeug finden kannst, dass man einfach auch Tapferkeitspunkte oder Gerechtigkeitspunkte oder was weiß ich, halt auch so accountgebunden macht, dass man dann ja auf allen Chars das benutzen kann. Natürlich müsste man das Cap dann anheben, weil sonst bist du auch, wenn du mit mehreren Chars farmst, bist du auch zu schnell wieder am Cap, sage ich jetzt mal. Aber das wäre, denke ich mal, jetzt auch nicht so das Problem, das Cap da irgendwie zu verdoppeln oder zu verdreifachen, sage ich jetzt einfach mal. Wobei aber das Sinn des Caps ist ja, dass die Leute sich nicht zu schnell am Anfang des Contents auch equippen können, sondern dass es die Zeit einfach braucht. Und wenn du dann, sage ich mal, einen Main-Char hast, der ziemlich aktiv und progressorientiert raidet, und du dann einfach auf 7 Twinks das Tapferkeitscap machst und dann von allen Punkten Gear auf dem Char kaufst, dann kannst du den direkt komplett equippen. Und das ist ja nicht im Sinn der Ja gut, Entwickler. Das ist dann halt so das Manko. dann sollen sie halt das Cap lassen, wie es ist. Man hat halt ein Cap, wie viel ist das momentan, sagtest du? 1000 pro Woche, insgesamt So. 3000. Dann sollen sie das halt so lassen. Da muss man das halt gucken, bevor ich jetzt irgendwie mit allen Chars fahre, muss ich dann halt auch irgendwie gucken, dass ich das ausgebe oder so. Ist ja auch okay. Oder die ändern das dann nach einer Zeit oder so. Keine Ahnung, die machen das Ja. damit. Habe ich jetzt gesehen. Ich habe gestern mal wieder ein bisschen PvP gemacht. Dieses wöchentliche Maximum wird ja jetzt mittlerweile immer erhöht, damit man halt diesen Erfolg wohl auch noch machen kann. Also dieses, wie heißen die da, Eroberungspunkte,
Das liegt gerade bei 16.200 pro Woche und da habe ich mich so ein bisschen gewundert. Das ist halt, damit man halt jetzt auch noch den Erfolg machen kann, so und so viel Tapferkeits Eroberungspunkte. Na ja, guck mal, voll durcheinander mit dem ganzen Scheiß. Ja, sollen die halt mit der Zeit erhöhen oder sollen sie es so lassen? Zumindest hat man das halt auf allen benutzen kann, fände ich eigentlich ganz cool. So. Ich habe noch eine andere Idee für dein Problem. Ja, bitte. Es gab jetzt zu Kata mal, dass zwei Equipment-Slots, ich weiß gerade nicht mehr, welche es sind, ich glaube, Füße waren dabei, dass man da Gegenstände für Tapferkeitspunkte kaufen konnte, die erst beim Anlegen gebunden war. Das heißt, man konnte die, wenn man auf dem Ja. Main-Chart zu viele Punkte hatte, einfach an seinen Twink schicken. Oder auch, wenn man halt das auf dem Twink nicht brauchte, für Gold ins AH stellen und Füße und verkaufen. Das war auch, Handgelenke. ja, Ja. gut, das war halt auch einiges wert. Und das wäre, fand ich auch eine geile Sache, warum die es rausgenommen haben. Keine Ahnung. Fand Fand ich ich auch total cool. cool. Da ist halt die Sache, das war zu Cutter, da konntest du Mats kaufen und die Ausrüstungsdinger. Das war ziemlich geil, fand ich auch, weil du konntest A für deinen Twink vertonen, selbst wenn du keinen Twink hattest, wo du dann noch gebrauchen konntest. Konntest du immer noch sagen, ja gut, dann kaufe ich halt hier irgendwie Füße, pack die ins AH und verdiene noch ein bisschen Gold mit den Punkten, die ich sowieso sonst über hätte. Ja, sowas könnten die halt machen, das finde ich auch ganz cool. Ja, Oder dass man auf sich halt jeden Fall. generell irgendwie. Das könnten die natürlich auch machen, man muss ja nicht mehr die Tapferkeitspunkte oder so accountwert machen, man kann einfach sagen, dass man sich dafür halt dann auch. Für alle Slots vielleicht so Gear holen kann, ähnlich wie das auf der Insel ist, die halt Account gebunden wird, dass du dir halt dann Zeug holen kannst. Die sind da natürlich nicht so gut wie die normalen, die sofort beim Aufheben gebunden sind vielleicht, aber das finde ich einen guten Kompromiss schon. Auf jeden Fall. Aber mit Gerechtigkeitspunkten ist das ja noch ein bisschen was anderes. Die finde ich immer noch etwas sinnvoller, sag ich mal, weil Und man den sich damit damit kauf. das Level equipt zum Beispiel. Ja, gut. Habe Und ich die alles alten jetzt. Katamats, die du angesprochen hattest, und die sind im AHA bei uns ein Schweinegold wert. Echt? Kauf dir mal für Gerechtigkeitspunkte einen Staggy hypnotischen Staub. Also, da kriegst Gib du den Leuten doch nicht Tipps 200-300 hier. Gold locker für. Ja, sind ja nicht alle bei uns auf Nein, dem nein. Server. Ich glaube, du lügst. Macht Ja, bei das uns auf dem nicht. Server ist der AH-Preis zumindest so. Und ich meine, wenn du die im Überfluss hast, dann kannst du zumindest ein bisschen Gold dafür verdienen. Ja. Die alten Katamats kriegst du halt jetzt noch für Gerechtigkeitspunkt. Das heißt, die sind halt noch ein bisschen sinnvoll. Aber damit wirst du im Endcontent halt auch nicht so zugeschmissen. Die kriegst du ein bisschen beim Leveln und dann, ja, wartet erstmal, ne? Das ist ja sowieso das Gedöns. Eigentlich gehen auch diese ganzen Mats aus den Anfangszeugs eigentlich immer ganz gut, weil wenn da einer nachträglich noch einen Beruf levelt, irgendwie, keine Ahnung, Alchemie, dann braucht er halt immer Kräuter und er hat vielleicht nicht immer Bock, durch die Gegend zu fliegen. Das heißt, wenn man da abfarmt, kann man da eigentlich auch immer gut ne, Gedöns mitmachen. Von daher ist das jetzt nicht großartig verwunderlich, dass die Cutter-Dinger auch halt noch ein bisschen was wert sind, finde ich. Kommt natürlich immer auf den Server an. Nee. Kann auch sein, dass das bei genau dir, der jetzt gerade zuhört, auf dem Server richtig scheiße ist. Ja, weiß man ja nie. Ne? Ist ja echt von Server zu Server unterschiedlich. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Das ist ja, jeder Server hat so eine eigene, ja, wie sagt man, Wirtschaft. so eine eigene Wirtschaft. Ne? Also, wenn du auf leeren Servern bist, dann ne, hast du Ist wieder was gar ganz keine anderes. Dann hast du Wirtschaft. ganz, gar keine Wirtschaft im Zweifel. Oder die Flask kosten mal einfach pro Flask irgendwie, was war das, 300 Gold. Er bringt aber auch nichts, wenn die keiner kauft. Ja, klar. Ja, die zielen halt auf so Leute ab, die halt gerade kein Gold haben und dann keine Zeit haben oder was. Oh, vergessen zu farmen oder schnell mal kaufen hier. Jetzt ist gleich Raid. Egal. Wir wollten ja Ja. eigentlich über Dingspunkte reden. Genau, Dingspunkte wollten Dingspunkte. wir. Ja,
Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel, was wir gerade schon angesprochen hatten, jetzt auf der zeitlosen Insel. Das ist ja wieder das gleiche System. Man farmt sich zeitlose Münzen, die kriegt man dadurch, dass man Mobs umklatscht. Wenn man Rares umklatscht, kriegt man dementsprechend mehr Münzen. Und für die Münzen kann man sich halt allen möglichen Kram kaufen. Man kann sich auch Gear kaufen, zum Beispiel die Trinkets bekommst du beim Händler, die wertvolleren. Was Es kosten gibt die? Pets, oh viel, ich glaube Okay. 50.000 Münzen Oh. ungefähr, Na meine ich im gut. Kopf zu haben. Hatte gerade im Kopf Hast du nicht? gezogen, mir das für einen Twink zu kaufen. Aber Ach, die sind auch so wieder lang musst du da gar beim nicht Dings, ne? farmen. Die Beim sind aber Dings. auch beim Kaufen direkt, ne? Also Da die kann gehe man ich nicht stark von aus. verschicken. Ich habe mir das Ja. jetzt nicht so genau angeguckt. Ich habe da jetzt noch nichts gekauft, aber es gibt halt auch einen Mount zu kaufen. Wobei man allerdings dafür dann auch wieder Ruf farmen muss, was total ätzend ist. Aber ich finde, es ist halt wieder so eine eigene kleine Währung, nur für diese Insel. Und das ist halt, durch diese Abzeichen sind halt so verschiedene einzelne kleine Währungen für ganz bestimmte Sachen eingeführt worden. Gab's Also es nicht ist eigentlich, bei, das macht das Ganze kompliziert, ne? das stimmt, gab's nicht bei Feuerlande, also ich kann mich nur erinnern, bevor Feuerlande, also der Raid aufgemacht wurde, gab's doch so, ja, wie man das jetzt Event Ja. nennen, aber da gab's, weißt du, da oben in Hyjar gab's so ein Ja. kleines Tor, da konnte man rein und da musste man dann Dailies machen und so. Gab's da Genau, nicht auch dafür eine gab es Währung? Abzeichen des Weltenbaums. Genau. Da konnte man sich auch diesen Hippo-Typen da, Hippo-Greif holen, ne? Zum Nach Beispiel, da einer konntest du dir Zeit. aber auch Gier holen, da konntest du Ja. dir dann auch Taschen. Taschen, Rezepte für Ja. Berufe, also Spielzeug, wie immer eigentlich. Also es ist halt immer wieder so eine kleine eigene Währung für bestimmte Gebiete. Aber ich finde, wenn man sich das mal so überlegt, ne, jetzt auch so als Neueinsteiger, das macht die ganze Sache doch unglaublich kompliziert. Wenn ich jetzt hier Ja. mal C-Abzeichen drücke, was habe ich da? 1, 2, 3, 4, 5, ach, 20, 25 verschiedene Abzeichen, die es Ich finde gibt. ja schon gut, dass die mittlerweile in so einem Ding drin sind. Wenn du überlegst, diese ehrwürdigen, nee, hast du eine ehrwürdige Glücksmünzen-Dinger, die waren ja Ja, anfangs, waren die ja Amulette. noch, falls euch erinnert, so in der Tasche drin, bis man die halt Oh, das umgetauscht war hat. schön. Oh, oh Hier. Gott. Da hat sie immer die halbe Tasche nur mit dem Quark da voll. Ja, das stimmt allerdings. Finde ich ganz gut, dass die das jetzt mittlerweile so gemacht haben, wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Immerhin. Aber war das mit den anderen Abzeichen auch so? Ne, die waren schon immer in so einem Nee, die Reiter, waren ne? direkt da drin. Ich weiß nicht, Ja. warum die das bei den Amuletten verkackt Ja, haben. ich Keine auch nicht. Ahnung. Nee, also. Das ist ja auch wieder so eine Sparte, zum Beispiel die Punkte für Bonus-Rolls. Da gibt's ja jetzt auch durch die verschiedenen Patches, die rausgebracht wurden, die verschiedenen Raids, gibt's jetzt auch schon wieder drei verschiedene Stufen. Erstmal die Ja. ehrwürdigen Amulette für Mogu HDA Terrasse. Dann gibt's hier die Schicksalsrunen der Mogu für TDD und jetzt die aktuellen Kriegsembleme für Schlacht um Orgrimmar. Hast schon wieder drei verschiedene, plus die geringen Amulette, die ihr sammeln muss, um eintauschen zu können. Ja, Ey, das ist so dann, viel das ist Scheiß. halt einfach dafür gedacht, damit alle, wenn so ein Patch rauskommt, soll jetzt mal bei Null starten, damit da keiner einen Vorteil hat. Weil so könntest du halt, wie wir jetzt, wenn die das alles mit Tapferkeitspunkten oder so machen würden, wenn du aktiv raidest oder so, dann hast du natürlich wesentlich mehr Punkte. Ich nehme jetzt mal als Beispiel mit diesen Gebietsgedöns. Wenn sie jetzt bei der Insel das so gemacht hätten, ohne diese zeitlosen Münzen, sondern mit Tapferkeitspunkten, dann hätten natürlich die raiden und so schon Vorteil, was dann Gear und so ein Zeugs angeht, Ach, das ist da auch immer einfach so. Gear zu bekommen. Aber so starten halt alle bei Null, ob du jetzt vorher viel geratet hast oder nicht, weil jeder die neue Währung braucht. Und ich finde das eigentlich nicht schlecht. Es ist halt nur im Nachhinein ein bisschen nervig, wenn man sich irgendwo Gear holen will. Aus dem ganz alten Content, dann muss man den Quark trotzdem alles noch machen. Man könnte das vielleicht so machen, dass sobald ein neues Addon rauskommt oder so, oder keine Ahnung, ab einer bestimmten Zeit, dass man das dann halt einfach dafür Tapferkeitspunkte oder so, anstatt für diese Münzen dann
Ja, oder verkauft, irgendwie wenn das nicht mehr aktuell ist. zusammenfasst. Man, ja, das finde ich auch gut, dass Ja. man es dann zumindest im Nachhinein ändert, denn du blickst da überhaupt nicht mehr durch. Du willst dir jetzt irgendwas Altes oder so holen, irgendein Rezept, und da musst du. Okay, das macht es auch wieder wertvoller, wenn du dir da erst so scheiß Abzeichen durch Dailies farmen musst, jetzt Beispiel Abzeichen des Weltenbaums im Hyjal. Das macht es halt wieder wertvoller und interessanter, ne? Aber es ist halt auch wieder so unübersichtlich, und für Leute, die jetzt nicht hier den voll krassen Durchblick haben, wie wir natürlich, und wissen, ja klar, dafür braucht man das und das braucht man dafür, und um das zu bekommen, muss man das und das machen, und dafür kann man das und das kaufen, ey, du wirst doch voll erschlagen davon. No. Jetzt zum Beispiel auch mit den Amuletten, zumindest die, hier die ehrwürdigen Amulette des Glücks und die Schicksalsruhen der Mogu hätte man doch mittlerweile eigentlich zusammenfassen können, finde ich, in eine Amulettsorte, weil das ist beides Loigier, fertig. Loigier ist Ja. Loigier. Ob das jetzt, weiß nicht, 476er oder was droppt da? Nee, 496er? Ach, Ja, keine keine Ahnung. Ahnung. Oder 522er ist es dann im Prinzip auch schon fast wieder Wumbel. Und es ist halt nur ein Bonusrolle. Das ist ja nicht direkt ein Item, weiße. Deswegen, oh Ja. ja, man. Wie gesagt, ich fände auch besser, wenn man halt wirklich alten Content. Ich meine, so das ganze Zeugs, was jetzt irgendwie Arentum, also WOTLK, das könnte man dann so langsam auch mal mit Tapferkeitspunkten oder so verkaufen. Oder dass man sich zumindest, man muss ja nicht das ganze System umstellen, man kann ja einfach da einen Händler hinstellen, der dann diese Marken für Tapferkeit verkauft. Weißt du, Das wäre eine Idee. jetzt Das nicht wäre eine komplett Idee. bei allen Gebieten, ist natürlich auch aufwendig, wenn ihr da bei allen Gebieten für jeden Gegenstand da die Tapferkeitspunkte festsetzen muss. Aber man kann irgendwo in der Stadt zum Beispiel einen Händler hinstellen, der verkauft dann alle alten Tokens wie keine Ahnung, dieses Champion-Dinger oder die Hyjal-Teile für Tapferkeitspunkte oder so. Da müsste man dann gucken, wie viel man dafür bezahlt hat. Wird dann wieder relativ hoch sein, sage ich jetzt mal. Da kann man sich natürlich entscheiden, möchte ich da jetzt Tapferkeit für ausgeben oder farme ich dafür? So, Ja, fänd, das das wäre auch wäre eine halt vielleicht ein ganz cooler Alternative, ja. Kompromiss, finde ich. Man soll Nur die aber nehmen schon sie, teuer sein, denke ja, ich, sag ich weil ja, die so können zum ruhig teuer Beispiel sein, dass sich das für so ein vielleicht auch noch lohnt zu Agentum-Mount, farmen. für so ein Agentum-Mount farmst du schon, sag ich mal, eine Woche, musst du alle Dailies, die du da machen kannst, wenn du dir alles freigeschaltet hast, durchziehen, plus jeden Tag PDC. Es ist schon sehr zeitaufwendig, also. Dann sollte es auch schon Ja. wirklich mindestens das Cap von einer Woche sein, wenn nicht mehr eigentlich, was dieses Mount dann kosten soll. Also Ja, das kann man ja eigentlich ruhig teuer mehr. machen. Also das finde So ich eigentlich schon 3K oder ganz so. cool. Schreibt mal einen Blizzard. Ja, mache ich auch. Nee, das wird sowieso nicht passieren, weil wir haben das ja Natürlich gerade nicht. ausgesprochen. Die hatten ja auch schon überlegt, ob die nicht Tapferkeit und Gerechtigkeit, das sind ja jetzt, also es gibt ja pro Spielart, also PvE, PvP, zwei Münzenarten, eine, ja, wie sag ich, Lowy. geringere und eine hochwertigere. Da überlegen sie, die haben ja echt überlegt, ob die da nicht jeweils einen rausmachen. Also dann nur noch Tapferkeit und Eroberung gibt zum Beispiel. Also nur noch eine. War das nicht schon mal so? Ich bin mir da ziemlich sicher, dass die das mal irgendwann. Oder das war doch mal so, dass das nur Gerechtigkeit, sage ich jetzt einfach mal, oder wie auch immer die hießen, und Also dass die es dann gab irgendwann da zwei irgendwann Arten mal. rausgemacht haben, oder? Oder Boah, bin ich das da ist jetzt aber sehr völlig auf dem lange her. Das falschen waren Dampfer? diese Abzeichen des, was weiß ich, Bewahrers oder Genau. so zu Wottelknoch, ne? Genau. Ne, ich glaube, da gab's auch Loi-Abzeichen noch dazu, Echt? oder? Ich Ich glaube, meine das schon. Ist kommt schon so einem nur lange so vor, her. weil Das es da die ist ganzen Jahre. Agentum-Dinger noch gab. Ich Nee, glaube, da kommt einem nur die, so nein, vor. das ist was anderes. Die Agentum-Dinger stehen ja ganz unten unter Verschiedenes. Und Aber die da standen gab ja es doch ganz nur oben bei eine. Dungeon und Schlachtzug. Ah, keine Ich Ahnung, weiß es sorry, nicht mehr. Ich da. halte mich da raus. Da war ich noch ein kleiner, unerfahrener, nicht mal High-End-Level-Shami. Da hatte ich noch keine Ahnung von gar nichts. Da bin ich jetzt lieber still. Ja, ich bin zumindest, ich glaube zu wissen, dass das mal so war, dass das nur eine Art von Tokens gab, wo ich mich dann gewundert habe, dass sie da zwei rausmachen. Zu Kata, glaube ich. Jetzt wollen, also die überlegen halt, so wie ich das mitgekriegt habe, ob sie da nicht wieder eine Art rausmachen sollen, weil, wie wir gerade schon sagten, es gibt ja zum Beispiel für Tapferkeit gibt es ja gar nichts, was man kaufen kann und so. Also, dass man dann quasi nur eine Tokenart hat, aber im Endeffekt dann
alles dafür kaufen kann, wo man dann auch länger was von hat, wenn man die denn dann farmt. Ja, Ja, dass man gut. zumindest die Lowy-Sachen auch von dem teuren Zeug kaufen kann. Weil das entspricht doch eigentlich dem Gedanken, das Teure ist ja wertvoller. Und wenn Ja, man dann auch. ich finde, man sollte die zumindest irgendwie downgraden können, dass ich dann sage, hier, ich nehme jetzt 100 Tapferkeit und kriege dann dafür 200 oder 150 Gerechtigkeit für raus. Muss jetzt nicht irgendwie Ja, sich oder wenn es verdoppeln oder 1 zu so. 1 wäre, das wäre Man auch muss ja noch in nicht, ja, Ordnung. oder so, dass man die halt downgraden kann irgendwie, weil das bringt mir ja nichts, die ganzen hochwertigen Dinger zu haben, wenn ich mir da nichts verkaufen kann und da, wo ich noch was brauche, also die geringen, da kann ich dann nichts von machen. Also zumindest hat man das halt so halt ja abwärtskompatibel macht, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Ein schönes Beispiel dafür sind zum Beispiel auch die Kochabzeichen. Man kriegt ja zum Beispiel, momentan kriegt man die Eisentatzenmarken für die Kochdailies in MOP. Dann gibt's noch, erschlag mich, wie die heißen, irgendwelche Abzeichen für die, ich glaube, Feinschmeckerpreise für Ja. die in Dalaran, glaube ich. Dann kann man außerdem noch Kochdaily in OG machen. Aber ich glaube, da gibt es nicht mal Abzeichen für, dass man da auch zum Beispiel die aktuellen Abzeichen, die Eisentatzenmarken, sind ja die wertvollsten. Mit denen wirst du aber zugeschmissen, weil du die irgendwann Ja. gar nicht mehr brauchst. Spätestens jetzt, wo die Nudelwagen rausgekommen sind, brauchst du die nicht mehr. Wenn du aber zum Beispiel gerne noch Lowy-Rezepte vom Wolk-Content kaufen möchtest, dafür brauchst du die Feinschmeckerpreise aus Dalaran, solltest du da einfach die Eisentatzenmarken in die Lowy-Abzeichen umtauschen können. Fände ich Ja, cool. finde ich auch ganz cool, dass die da halt, das könnte dann derselbe Händler sein, der auch die alten Dinger da für Tapferkeit verkauft hat, die halt einfach nur einen NPC irgendwo hinstellen, wo du dann halt alle Tokens irgendwie umtauschen kannst, dass du dann sagen kannst, ja, hier bei dem hier, da könnte halt die für Tapferkeit die Argentum Champion Marken da kaufen und hier könnte auch umtauschen halt. Kann man ja irgendwie in die Bank reinstellen, so als Währungstauschtyp oder so. Oh, Dann würde ja ja, das das automatisch passen. Hä? war super. Ja, ich weiß. So bin ich. Wie immer. Zählen zu Tokens eigentlich auch. Aber wir können ruhig mal das Fass aufmachen, finde ich. Oh Gott. Ich fand das System früher viel geiler wie zu ICC, weil ich meine, da habe ich noch nicht geradet, aber da gab es halt einen Token. Und da konntest du dir mehrere Sachen von kaufen. Also, was heißt mehrere Sachen? Halt, du hast halt einen Token, da konntest du dir dann aussuchen, was für ein Slot du dir davon holst, ob du jetzt Kopf oder Schultern holst Du oder so. redest jetzt von den Teilen, die im Raid droppen, von Genau. dem, Ja. Wie wo, gesagt, dass das du ist jetzt ein gegen Gear bisschen was umtauschen anderes, aber kannst. Ein bisschen. ich fand das eigentlich ziemlich geil, weil so hast du ziemlich oft, ja, hier Schultern sind gedroppt, keine Sau brauchen mehr Schultern, aber fünf brauchen noch den Kopf. So, Aber weißt du? gibt's doch jetzt auch Was? so ein Ja, beim Endboss, die Universal-Token Dinger bei da. Garrosh. Ja. Ja, ist ja der Ja. richtige Weg, aber generell finde ich es halt geiler. Fände ich es halt geiler. Ja, ein bisschen ist es halt noch so, du musst halt auch wirklich dann bis zum letzten Boss alle legen, um dich komplett zu equippen. Weil das letzte Token droppt dann halt erst beim letzten Boss, sage ich jetzt mal, oder beim vorletzten, whatever. Und um das Token zu kriegen, musst du halt auch den Boss legen. Sonst könntest du ja dadurch, dass du jede Woche nur den ersten Gümmelboss Ja. legst, dich komplett equippen. Das wäre ja Aber die nicht Sinn könnten ja der so Sache, machen, ne? dass dann, dass du dir von den Tokens alles holen kannst, bis auf, keine Ahnung, Dann kannst du es auch zwei. gleich Ja, sein ist ja egal. lassen, ne? So, was ich aber Merkst du auch cool fände, selber, ne? bei, ach komm, Leute, Ruhe hier. Was ich auch cool fand, ist, dass man, wenn man sich ein HC-Teil gekauft hat, das NHC dafür abgeben musste. Also, weißt du? Also, Ja. du musstest um die HC kaufen, wenn du jetzt einen HC-Kopf hast, kaufen wolltest, musst du das HC-Token haben und den NRC-Kopf. Und die musstest du beide gegen das HC-Ding eintauschen. Fand ich eigentlich auch ganz geil. Redest jetzt komplett von dem ICC-System, ne? Genau. Fand ich cool. Ja. Könnte man eigentlich auch mal wieder machen, finde Kann ich, weil. man mit leben, wobei ich das momentane System mit dem Universal-Token bei Garrosh auch nicht schlecht finde. Ganz ehrlich. Ja. Ja, Wow. wie gesagt. Sind wir nie Ist das auch nicht genauso zufrieden, das Thema, aber mir fiel das gerade so spontan ne? ein, Okay. wo wir gerade so in der Ecke da WOTLK waren und so.
Nö. Ja, Punktesystem können wir aber jetzt noch ein schönes Schlusswort finden, oder? Ist jetzt mal wichtiger Ja. als dein Token-Gejammer da. Das machen wir dann im Nö. nächsten Podcast irgendwann mal. Nö. Die beste Tokengejammer. Token-Gestaltung made by Toddy. Das ist richtig, ich habe voll Ahnung. Lass mich das mal. Ja, natürlich. Okay. Ja, ein Schlusswort. Möchtest du ein Fazit ziehen? Das kann ich gerne machen. An sich ist das sehr nett, finden wir, dass es so unterschiedliche Währungen gibt. Das macht es vielseitig, allerdings auch sehr unübersichtlich, insbesondere für neue Spieler oder welche, die halt nicht so in der Materie drin sind. Wir fänden es gut, wenn man das ein bisschen vereinfachen würde, insbesondere für die alten Abzeichen, dass man zum Beispiel neue gegen alte tauschen könnte. Und besonders bei den aktuellen, wie Tapferkeits- und Gerechtigkeitspunkten, fehlt so mal, sag ich mal, die Alternative für den Endcontent, die Teile auszugeben. Dass man sich da zum Beispiel noch Sachen für Twinks kaufen könnte oder Dinge, die man verkaufen kann oder für Berufe nutzt. Ansonsten, nette Sache, weiter so noch ein bisschen überarbeiten. Aber Jo. ja, so muss man sich zumindest etwas damit auseinandersetzen. Dafür sind wir ja da, um das Ja, alles so ein bisschen zu richtig, zerpflücken. richtig. Hätten wir ja keine Arbeit sonst. Wie gesagt, einfach ein bisschen vielleicht, ja, wie sagt man, benutzerfreundlicher machen, dass man halt auch downgraden kann. Das wäre halt schon ein Genau. Riesenschritt, wenn die allein das machen würden, finde ich. Also, dass man dann halt von den guten Sachen auch. Man muss ja nicht mal irgendwie so einen Währungskurs haben, dass er jetzt irgendwie für eine gute zwei schlechtere kriegst. Man kann ja auch ruhig 1:1 machen, nur dass man dann halt Ja. ja, so ein bisschen was davon hat und nicht nur ständig am Farmen ist. Ich weiß, er nimmt dann gibt auch welche Höhe, aber da muss man ja gar nichts mehr machen. Kriegt man ja alles nur so passiv. Ja, gut, aber Man muss wie ja immer gesagt, nur ist das ja nur so. Aktuelle farmen. Und wenn man es dann teurer macht, ist es ja auch in Ordnung. Und man hat ja die alte Ja, Möglichkeit auch immer noch. eben. Also soll man Sag ja ich ja, nicht das ganz halt so zum rausnehmen. Umtauschen halt, aber ich finde halt immer gut, man kann es einfach so machen, dass man die alte Möglichkeit noch hat, weil dann kann auch keiner großartig meckern, dass das nicht mehr geht, weil man hat dann halt die Option, genauso die Leute, Man die halt kann nur meckern, meckern, dass einem alles in den Arsch gesteckt wird. früher, ja gut, aber ich meine, es gibt auch Leute, die meckern, früher war alles geiler, da gab es so wie Dungeon Browser nicht, da musste man sich die Leute noch so suchen, dann zu Indie laufen. Ja, aber das geht doch Total heute geil. noch. Warum macht ihr das denn nicht? So, weißt du, meckern rum, aber benutzen wird dann trotzdem. Da denke ich mir auch, ja, was, hä? Dann sucht euch doch eure Leute im Slash 2 und lauft dann zu ihnen hin. Nee, das machen sie dann auch nicht. Weißt du? Ach. Naja. Okay. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Gebt gerne mal Feedback ab. Und gebt vielleicht auch gerne mal Vorschläge ab, wie ihr das so findet, das System, wie es ist, oder ob ihr da vielleicht auch ähnlich viele Verbesserungsvorschläge für habt. Vielleicht habt ihr Ideen, auf die wir noch nicht gekommen sind. Wird uns auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten wünsche ich euch oder wünschen wir euch einen guten Rutsch ins Jahr 2014. Wahrscheinlich wird da vorher nichts mehr kommen. Also wir haben momentan jetzt halt über die Feiertage eine Raid-Pause. Wir werden dann erst im nächsten Jahr wieder anfangen. Dann natürlich relativ zügig, aber dieses Jahr läuft der Raid-technisch nichts mehr. Das heißt, so Guide-technisch kommt da dieses Jahr auch nichts mehr. Von daher wünsche ich schon mal an dieser Stelle, falls wir uns nicht mehr hören sollten, einen guten Rutsch. Und feiert schön, nicht zu hart, denn ihr sollt ja am nächsten Morgen wieder aufwachen. von daher, die nächste Radiosendung ist am 10.01., auch wieder um 18 Uhr. Schaltet da auch gerne ein. Ansonsten natürlich nächsten Samstag wieder ganz regulär der Podcast. Falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das doch gerne. Oder folgt uns halt auf Facebook. Oder Twitter, falls ihr mal während der Radiosendung live irgendwie, keine Ahnung, ein paar Vorschläge machen wollt oder so. Wir werden dann bei Twitter ab und zu auch mal reingucken. Und werden dann, ja, vielleicht da mal ein bisschen was vorlesen, wenn ihr denn da was rausgehauen habt. Ansonsten gerne auch
mal ein paar Fragen stellen fürs nächste Community Combat Video. Da ist bisher noch gar nichts gekommen. Ich bin enttäuscht. Das ist ein Vorsatz fürs nächste Jahr. Haut mal ein paar Fragen raus, damit wir dann noch mal eins machen können. Und ansonsten bin ich raus. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann, wenn ihr mögt.